Mobil TV22. Mit über 100 Garagengeschichten haben wir in den letzten 12 Monaten donnerstags und sonntags zweimal in der Woche berichtet und werden weiterhin dieses für euch tun. Automobile, Oldtimer, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität. Und gerne würden wir auch über eure Garagenschätze die Geschichte dazu erfahren. Meldet euch auf www.tv22.tv und ich freue mich, bei euch diese Geschichte zu produzieren. Diesen Bericht präsentiert euch Liquimolle. Gut geschmiert in der gesamten Mobilität. Schmierstoffe, Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle. Additive, Vitamine für den Motor. Fahrzeugpflege, für die Schönheit eurer Mobilität. Für Werkstätten, Reparaturen und Fahrzeugliebhaber. Vom Oldtimer bis Tuningfreund. Bestens geschmiert, läuft gut und lang. Liquimolle. Mobil TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen in Altach, wo wir beim Josef Gunz sind und er uns seine wunderschönen Motorräder präsentiert. Er fährt Historik-Klassik-Rennen und wir stehen vor seinem Einsatzmotorrad, die BSA. Josef, erzähl einmal, Motorrad, Museum bei dir hier, wunderschöne Stücke, die was du hast und ganz seltene. Ja, es sind eine Raritäten und ich sammle aus den, seit ich Motorradfahren begonnen habe, Motorräder aus den 70ern. Ob es jetzt Japaner sind oder Engländer, spielt eigentlich keine Rolle. Und ich liebe einfach diese Dinge. Du fährst immer noch Motorradrennen auch oder ist es nur mal ausgestellt, jetzt dein Motorrad? Ich fahre immer noch Rennen oder eher Gleichmäßigkeitsfahrten, weil Rennen fahren ist mir langsam zu gefährlich mit fast 70 Jahren. Und provozieren muss ich es nicht. Und wenn es ein Motorrad einmal nicht läuft, dann lasse ich es einfach stehen und sehe es als Omen. Habe es schon mit Gewalt erreichen wollen, repariert und geschraubt und dann hat es mich auf die Fresse gehauen. Das will ich nicht mehr. Ja, das braucht man auch nicht. Josef, wenn ich das so durchschaue, wie du sagst, du hast sämtliche Stücke, die was du hier ausstellst, die was du hier sammelst. Und wie lange machst du das schon? Du sagst, seit du Motorrad fährst, sammelst du auch? Ich sammle Motorradfahren. Ich fahre seit als ich 19 Jahre alt war. Und sammeln tue ich seit ungefähr 25 Jahren oder 30 Jahren. Und wie ich da vorne oben liest, habt ihr einen eigenen Club? Ja, wir haben, da war ich gerade bei einem Treffen in Frankreich, ungefähr 1100 Kilometer von hier. Da bin ich immer eingeladen und ich bin bei 4, 5 Clubs dabei, in der Schweiz, in Liechtenstein, Österreich, weltweit auch. Und kenne viele Leute. Ich habe gerade wieder dieses Wochenende in Frankreich Leute, oder jetzt sind es Freunde, aus Australien kennengelernt, aus Frankreich, Holland, Belgien, immer wieder neue. Das ist immer ein Traum, solche Treffen zu besuchen. Und neue Leute kennenzulernen, alte Freunde wieder zu sehen, das ist immer ein Traum und das ist der Wert, um hinzufahren und das Wochenende zu genießen. Vielleicht das ein oder andere Zweirad wieder nach Hause zu bringen, etwas Neues. Sammelst du noch oder ist jetzt das, wo du sagst, jetzt ist genug, mehr brauche ich nicht mehr oder gibt es irgendetwas Spezielles, was du möchtest? Letztes Wochenende in Frankreich wieder so eine Rennmaschine, eine Robnos Triumph gekauft. Jetzt muss ich wieder nach Frankreich fahren, diese abholen. Also das Leben ist spannend. Das Leben ist spannend und interessant, aber auch ein bisschen teuer, denn so ein Rennmotorrad, so ein BSA, die hat auch einen relativ hohen Wert schon. Ja, mittlerweile sind sie 20, 25, 30.000 Euro. Wenn sie in einem guten Zustand sind und fahrbereit. Was sind deine schönsten Rennen gewesen? Viele gibt es nicht mehr. Früher sind wir Nussdorf gefahren, Bad Kreuzern, Tauplitzalm. Hauptsächlich Bergrennen? Ja, ist unterschiedlich. Wir sind auch bei der Klassik, auch Showrennen oder Berliner Pass, Friedrichshafen. Ja, Josef, jetzt hast du so viele Motorräder, schraubst du auch selber dran? Ja, ich mache alles selber. Ich habe in der Garage drüben eine Werkstätte mit 2 Hebebühnen und da stehen auch noch Motorräder drüben, die ich fertig machen sollte.
Jetzt hast du wunderschöne Stücke dastehen. Was ist denn so dein Motorrad, was sagst du, an dem hänge ich am meisten? Das ist schwer zu sagen. Ich habe zu jedem Motorrad eine Beziehung. Darum hätte ich es nicht gekauft oder habe sie selber aufgebaut teilweise. Ich könnte über jedes Motorrad irgendeine Story erzählen. Ja, und da fangen wir jetzt an mit den Stories. Und da haben wir genug Motorräder da und die Stories wird lange sein. Auf www.tv22.tv könnt ihr dann reinschauen, wie uns der Josef seine Geschichte über das ein oder andere Motorrad erzählt. Und jetzt gehen wir gleich zum ersten Motorrad. Da freue ich mich schon auf deine Geschichte. Ich auch. Diesen Bericht präsentierte euch Liquimoli. Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Dietmar Brückel von TV22.